Hi und herzlich willkommen zu meinem neuen Video oder eher Vlog eigentlich. In diesem Video möchte ich mir nämlich zwei Piercings stechen lassen. Ich schiebe die Entscheidung jetzt schon so lang vor mir her, weil ich irgendwie immer ein bisschen Schiss davor habe oder ich habe immer noch wahnsinnig Schiss davor. Aber ja, da kam immer irgendwas dazwischen. Aber heute müsste es jetzt wirklich klappen. Und zwar möchte ich mir ein Con stechen lassen. Also hier an dem Ohr. Das ist hier so ein Ring. Ich kann euch hier auch irgendwo mal ein Bild einblenden oder so. Und ein Bauchnabelpiercing. Trying to move on, trying to calm down. We all want to be alright. Trying to move on, trying to calm down. We all want to. Wir sind jetzt gerade bei H&M und ich habe so eine Jacke an. Ich finde die mega, mega schön. Das ist so ein Fliederton, was ich ja ultra nice finde so. Aber ich weiß nicht, ich habe sowas in der Art halt schon. Jetzt weiß ich nicht, ob ich die mitnehmen soll oder nicht. Ich sag nein. Zu teuer. Ja, ich brauche sie halt eigentlich nicht. Wenn du es krass anziehst, ich würde es nicht tragen. Es ist halt viel zu türkis mit den Streifen. Nee, nee, aber ich wollte es auch nicht, weil es mit den Kuhstreifen. Ja, das Oberteil ist nice. Ja. Oh, ich hätte echt immer noch Bock auf dieses Hemd von H&M. Ja, same. Der ist mit diesem grünen Top. Ja. Wir sind jetzt auf jeden Fall auf dem Weg. Wir sind beide extremst, extremst aufgeregt. Ja, vor allem haben wir jetzt doch einen Termin gebraucht. Zum Glück hat Mattea da noch angerufen. Jetzt können wir da auch nicht mehr irgendwelche Ausreden finden, sondern jetzt haben wir einen Termin. Jetzt müssen wir das machen. Oh mein Gott. Wünsch mir Glück. Working all day long, I'm exhausted of it all. The hopes are waiting for me under my pillow. Auf jeden Fall jetzt Essen geholt beim Chinesen. Für Hans und Glück waren wir zu geizig und wir sitzen jetzt vorm Schloss und essen uns erstmal was. Bauch, man merkt die ganze Zeit, also wenn ich mich hinsetze, merkt man es ultra krass. Schon beim Laufen ultra krass, irgendwie jede Bewegung ist halt voll krass. Ich bin sehr gespannt, wie es heute Nacht wird beim Schlafen, weil eigentlich schlafe ich immer auf dem Bauch. Ich kann mich jetzt auch auf die Seite nicht mehr legen, also eigentlich kann ich nur noch so seitlich halt schlafen. Ja, aber das wird schon irgendwie gehen und ich bin jetzt froh, dass ich es gemacht habe. Ich finde es auch schön, dass es wenigstens so einen Stein hat beim Bauch noch. Dass es nicht so komplett, sage ich jetzt mal so, nur Metall ist halt. Ich wollte am Anfang auch einen möglichst großen Piercing halt eben reinmachen, weil das Loch irgendwie automatisch kleiner wird. Ja, ich bin jetzt mal gespannt. Aber irgendwann will ich auf jeden Fall einen kleineren Piercing reinmachen, weil der ist schon sehr groß. Ja, das kann bis zu einem halben Jahr dauern, bis es besser wird. Also, naja, egal. Aber wir haben es geschafft und das ist die Hauptsache. Also wir sind uns auf jeden Fall auf dem Weg nach Baden-Baden noch, weil ja, wir wollen endlich mal diese Royal Donuts probieren. Und ich habe ja heute eine High-Waist-Hose an, was eigentlich richtig, richtig blöd ist, weil das darf ich jetzt 3 Wochen auf jeden Fall nicht mehr. Ich muss mal gucken, ob ich dafür überhaupt irgendwie genug Hosen habe. Aber das sollte halt nicht irgendwie den Bauchnabel berühren oder so. Dass halt möglichst wenig Kontakt halt hat. Genau. Und ich freue mich jetzt so auf die Donuts. Was voll nervig ist, was wir jetzt gerade erst festgestellt haben, dass das ein Pop-Festival noch in Baden-Baden ist. Ey, wir hoffen einfach, dass wir noch einen Parkplatz finden oder so. Weil wir hatten eigentlich nicht so Bock, nochmal Geld auszugeben fürs Parken. Ja, aber egal, wir wollen jetzt einfach diese scheiß Donuts.
wir haben uns jetzt einen Bahnmann hingesetzt und haben uns jetzt Donuts geholt und wir werden jetzt diese Donuts essen. Ich finde es immer so schön, hinter uns sitzt zum Beispiel dieser Vulkan, keine Ahnung, Springbrunnen, aber ich finde Bahnmann einfach so eine nice Stadt. Ich finde jedes Mal immer, wenn ich hier hinkomme, diesen Vibe von dieser Stadt besonders irgendwie und keine Ahnung, hat einfach jedes Mal was, nie langweilig gefühlt. Zurück zu Hause. Ich habe mir jetzt gleich mal so eine lockere Hose jetzt angezogen, wo ja möglichst low waist ist, aber irgendwie ist es tatsächlich schwerer als gedacht, weil wenn ich die Hose normal anhab, dann geht die auch schon über den Bauchnabel so grob. Aber ja, also so sieht das jetzt aus. Bin eigentlich schon mega zufrieden. Ich finde, die hat das wirklich sehr, sehr schön gestochen. Es ist sehr ungewohnt, weil wenn man sowas halt noch nie hatte, irgendwie. Ja, aber ich feiere es und vor allem ich freue mich dann, wenn ich einen kleineren Piercing reinmachen kann, weil der ist jetzt schon wirklich sehr, sehr groß und ich finde, das ist auch der Abstand von da nach da schon sehr groß, aber ja, sie meinte ja, das wandert ein bisschen runter und von Schmerzen geht es mittlerweile auch. Auch mein Ohr geht eigentlich voll, genau, und ich finde, das hat sie wirklich sehr schön gestochen. Also ich finde die Stelle perfekt, ist ja nicht ganz in der Mitte, sondern eher ein bisschen weiter oben so. Aber ich glaube, das sieht richtig schön aus, wenn ich dann da irgendwann so einen Ring drum machen kann. Ja, also ich bin mega, mega happy. Ich wollte jetzt eigentlich gerade duschen gehen, dann ist mir aufgefallen, ey, du darfst jetzt eigentlich 2 bis 3 Tage gar nicht duschen. Perfekt, ich weiß nicht, ich glaube irgendwie, ich werde trotzdem duschen, auch heute schon. Ich weiß nicht, ich fühle mich schon irgendwie voll unwohl. Ich werde es wahrscheinlich irgendwie abkleben, auch wenn es im Internet stand, das soll man auch noch machen, aber nee, ich kann einfach nicht auf Duschen verzichten. Und auf Haare waschen, weiß nicht, da kann ich irgendwie noch verzichten, so, dann nimmst du halt Trockenshampoo, aber duschen, das finde ich halt nochmal was anderes. So, und dadurch, dass ich die Videos ja meistens ein bisschen vorproduziere und nicht sofort irgendwie hochlade, sind jetzt schon 3 Wochen vergangen und ich habe den Conch sogar schon auswechseln lassen gestern jetzt. Eigentlich hätte man es erst frühestens nach 4 Wochen machen dürfen, aber ich war zufälligerweise gestern in Karlsruhe und das ist so gut alles verheilt, also ich kann es euch wirklich dort nur sehr ans Herz legen. Unbezahlte Werbung an dieser Stelle. Aber die haben das so gut gestochen, ich hatte gar keine Probleme und ja, das ist jetzt hier sozusagen das fertige Ergebnis. Also ich bin wirklich mega, mega happy. Das sieht jetzt eben so aus. Eigentlich fast so wie auf dem Bild. Die hatten auch so einen Conch da, den ich unbedingt wollte, weil ich wollte ja so einen in Gold mit so ein paar Glitzersteinchen hier, dass das ja auch zu diesem Helix einfach auf der Seite passt. Und jetzt bin ich sehr, sehr zufrieden und happy. Ansonsten war es das jetzt auch schon mit dem Video. Ich würde mich natürlich wie immer mega über einen Daumen nach oben freuen. Und falls ihr irgendwie selber ein Piercing habt, schreibt doch mal gerne in die Kommentare, wie das bei euch verheilt ist und wie lange das da gedauert habt und ob ihr irgendwelche Tipps oder so habt. Würde ich mich auch mega freuen. Genau, und ich wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen Tag. Macht's gut und bis zu meinem nächsten Video. Wie immer, jeden Donnerstag um 19 Uhr.